Warum hat sich Lily Potter eigentlich für James und nicht für Snape entschieden? Das und mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video geht es um Lily und James Potter und um Severus Snape und die interessante Frage, warum sich Lily für James und nicht für Severus entschieden hat. Was genau trieb Lily Potter in die Arme von James Potter und anschließend weg von ihrem Jugendfreund Severus Snape? Viele Leute hätten sich sicherlich gewünscht, dass Snape und Lily ein Paar werden, da beide sehr lange in Freundschaft gelebt haben und sich sehr gut kannten. Sie hatten viele Gemeinsamkeiten und dies hat romantische Gefühle hervorgerufen. Diese Gefühle entwickelten sich aber nie zu etwas Realem. Snape war zwar bereit, alles für Lily zu tun, aber Lily sah kein Potenzial zwischen ihnen. Sie sah nur, wie Snape sich zu der dunklen Seite hingezogen fühlte, und dies fühlte sich nicht gut für sie an. Für eine lange Zeit betrachtete Lily James als einen grausamen Tyrann, der es genoss, leichte Mobbingziele wie Severus Snape zu quälen, der eigentlich nur alleine gelassen werden wollte. Snape wollte deswegen alleine sein, weil sein großes Interesse an den dunklen Künsten wuchs und seine Beziehung zu Lily war ein langsames Wegstoßen von ihr. James hingegen gewann ihre Gunst als entscheidender Faktor für den Anfang von James und Lily. Der Anfang von James und Lily wurde also nur gesetzt durch das Ende von Snape und Lily. James Potter war aber nicht nur ein Tyrann, sondern hatte auch seine freundlichen und loyalen Seiten. Er half Remus Lupin bei seinen Verwandlungen zum Werwolf und bekam mit seinen Freunden Peter Pettigrew und Sirius Black selber ein Animagi, damit Remus sich nicht so alleine fühlte und das alles durchmachen musste. James ließ Sirius Black bei sich wohnen, nachdem dieser sich von seinen Eltern getrennt hatte, also hatte er doch gute Seiten. James Potter kümmerte sich herzlich und loyal um seine Freunde und es war nur eine Frage der Zeit, bis Lily dies bemerkte und sich in James verguckte. Beide waren sowieso in Gryffindor und James mochte Lily ebenfalls. Snape ging genau in die entgegengesetzte Richtung und zog sich mehr zurück. Er lernte dunkle Künste und war ein Slytherin. Er war auf dem besten Weg, ein Todesser zu werden und eine Freundschaft mit Lucius Malfoy einzugehen. Lucius Malfoy war stark reinblütig und gegen Muggelgeborene. Lily Potter war eine Muggelgeborene und das spielte Snape nicht gerade in die Karten bei Lily. Snape machte es unmöglich, dass Lily ihn jemals lieben könnte, während James es sehr einfach machte. James bewies später im Leben, dass Lily die richtige Wahl traf, als er sein Leben für sie und Harry gab. Snape hatte damals die falschen Entscheidungen als Junge getroffen und litt deshalb sehr unter dem Schmerz und der Trauer über Lilys Tod. Der selbst aufopfernde, heimliche Held der Harry Potter Geschichte verlor die Liebe seines Lebens, aber starb als ehrenhafter Mann. Lily wählte James, weil er einen aufrichtigen Charakter hatte und Snape dies erst zeigte, als Lily schon gestorben war. Und das war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.